Hallo, guten Tag. Ich zeige Ihnen heute Reparatur den Bordensmodul aus VW Audi. Hier sind die Nummer. General Problem ist solches, dass CAN in diesem Modul funktioniert nicht okay. Auch Klimatronik funktioniert gar nichts. Die Kühlungsventilator Motor funktioniert auch nicht. Und ich zeige Ihnen die Reparatur. Also, ich muss ihn öffnen einfach. Und ich zeige Ihnen hier, wenn Sie sehen, kommt oder war schon Wasser. Sehen Sie? Also, ich habe noch nicht geöffnet. Aber ich weiß, dass drinne war Wasser. Also ich öffne ihn und wir sehen uns gleich. Hallo wieder. Mein Modul ist schon geöffnet in 50%. Geht doch hoch. Okay. Und was haben wir hier? Oh, sehen Sie. Gucken Sie mal an. Hier ist grün. Ich sage Ihnen, das grüne Punkt. Oh. Also unseres Bordensmodul hat hier Problem. Wenn Sie sehen, dass es grün und ist dick, also hier ist Plus. Wissen Sie, was ich meine? Das ist Plus. Also nicht negativ, sondern Plus. Positiv. Und darum sehen Sie sowas. Wenn Sie zum Beispiel sehen, weißes Punkt, also hier war Wasser, aber hat gar nichts gemacht. Gar kein Fehler. Also Fehler ist hier. Und wo noch? Vielleicht hier. Wir öffnen ihn. Weiter. Und gucken an. Also hier ist das Punkt, was ich früher gesagt habe. Das ist dieses Punkt. Wo ist das? Wo ist das? Hier. Das ist dieses Punkt. Wenn Sie zum Beispiel ein Mikroskop haben, kann sie das sehen? Wie sieht das aus? Ich zeige Ihnen gleich. Moment. Also Moment. Okay, hier ist mein Mikroskop. Und Sie sehen jetzt dieses grünen Punkt. Der macht Fehler. Also Fehler in diesem Auto war. Welche Fehler? Es funktioniert nicht Klimatronik, also nicht richtig. Die Kühlungsventilatoren funktionieren auch nicht. Der CAN hat Probleme. Also ich glaube, es ist hier Problem. Also und noch was. Wenn Sie das Film sehen, das bedeutet, das Modul funktioniert. Wenn ich was repariere, und danach macht Testing, wenn es funktioniert, danach kriegen Sie, sehen Sie diesen Film, sondern nicht. Okay, also was müssen wir machen? Wenn Sie haben Ultrasonic Cleaner, können Sie das waschen. Wenn haben Sie nicht, diesen Gerät nicht, müssen Sie einfach waschen mit mit was? Wie heißt das? Spülung? Das haben Sie in der Küche. Ja, fragen Sie die Frau, sie weiß was. Zum Putzen die Teller und so weiter. Das müssen Sie nehmen und einfach putzen. Okay.
Also ich gehe putzen und wir sehen uns gleich. Und hallo wieder, wir sehen uns in mein Badezimmer. Ich muss das jetzt waschen. Hier, das ist mein Detergent. Ja, genau das, wie ich früher gesagt habe. Ich nehme ihn einfach und putze mit Wasser. So, genau, können Sie es sehen. Müssen Sie das wirklich sehr gut putzen. Einfach. Andere Richtung auch. Und ein bisschen mehr hier, wo die Punkte sind. Da, wo das Plus ist. Okay, also ich wasche es noch ein bisschen und wir sehen uns gleich. Und wir sehen uns wieder. Ich habe alles geputzt. Jetzt müssen Sie das trocken machen oder trocken lassen, wie Sie wollen. Also ich mache so mit solchen Dings. Einfach schalte ich an und ich brauche ungefähr 5 Minuten. Also, ich mache das trocken und wir sehen uns gleich. Okay, hallo wieder. Mein Bordensmodul aus Jahr 2016 ist schon trocken. Und was müssen wir jetzt machen? Müssen wir die Punkte, was waren grün, messen einfach. Also, Messgerät oder irgendwas ist schon piep piep. Also es funktioniert und wir machen schon. Hier sind 4 Punkte. 1, 2, 3 und 4. Gar nichts. Also, gar nichts. So sieht das aus. Das Gerät, wenn Sie nass haben, müssen Sie wirklich sehr schnell trocken machen. Warum? Wenn Sie das lassen nass, die Punkte machen, die Punkte alle machen sich weiß. Einfach weiß. Wenn Sie das schnell machen, sieht das so wie hier. Sehr sauber. Okay. Mein Punkt ist hier. Hier ist mein Punkt. Der hat gemacht den Fehler. Und was müssen wir machen? Ich nehme sowas. Ja, genau, sowas. Stecke rein. Und muss ich löten hier und einfach hier. Also ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt und gleich. Mein Modul kriegt neues Leben. Wenn Sie Probleme haben und brauchen Sie vielleicht Hilfe, schreiben Sie an. Ich helfe Ihnen. Warum ich Deutsch spreche? Weil ich habe Deutsch in der Schule geübt, aber nur 2 Jahre. Es ist nicht schlecht, wa? Also wir löten jetzt unseres Punkt. Ja. Genau so. Und das muss ich machen auch in andere Seite. Das müssen wir abschneiden.
Okay. Und in dieser Seite auch löten. Wissen Sie was? Ich habe früher Arbeit gesucht in Deutschland, aber gar keiner will mich nehmen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Vielleicht meine Sprache ist nicht so gut. Vielleicht. Aber muss man Leben weiternehmen. Das muss ich auch abschneiden. Und so sieht das aus. Wenn Sie haben Punkte, die ein bisschen kleiner sind, zum Beispiel wie hier. Hier sind kleine Punkte, müssen Sie sowas nehmen. Bei mir heißt das Skinner. Ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutschland, keine Ahnung. Aber bei mir ist es Skinner. Und einfach, wenn Sie müssen was looten, machen Sie auch sowas. Sehen Sie? Hier ist dieses Punkt. Dum, dum, dum. Wenn Sie sowas brauchen. Mein Punkt, der Fehler hat gemacht, ist schon okay. Also was müssen wir noch machen? Müssen wir sehr gut anschauen, ob kein Problem, neues Problem ist nicht schon oder ist schon nicht. Vielleicht ist es so richtig. Ich bin aus Polen, also meine Sprache ist darum. Soll ich es? Soll ich es? Ja, vielleicht. Okay. Ich glaube, es ist schon okay. Also ich konnte schon mein Modul reinstecken, anschrauben und einfach testen. Also vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und wie zum Beispiel haben Sie Probleme, irgendwelche, schreiben Sie bitte an. Ich gerne helfe Ihnen einfach. Vielleicht komme ich nicht nach Deutschland, aber ich helfe irgendwie. Kann ich auch nach Deutschland fahren. Ist egal. Wenn Sie brauchen, schreiben Sie bitte und ich bin hilflich. Okay. Also, ich schaue noch, ob hier alles ist okay. Ich glaube, es ist schon okay. Okay, wir haben alles. Okay, wir stecken rein. Und wir testen. Also wenn ich es teste, es muss funktionieren. Also vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und nochmal sage ich, wenn Sie was brauchen, schreiben Sie bitte an. Und ich helfe Ihnen gerne. Also tschüss.